Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fortnite Late Game Arena. Wir haben die Division 5 erreicht. Vorletzte Folge und letzte Folge haben wir da einmal gespielt, bis wir diese Punktzahl jetzt erreicht haben. Das waren dann wahrscheinlich 250 Punkte. Und das war ja vorher so das, wo man dann in die nächste Division aufgestiegen ist. Das war ganz entspannt. Dann brauchen wir plötzlich ein paar Mal mehr, 250 Punkte, aber wir kommen damit klar. Wir gehen in die nächste Runde und eigentlich ist das Ziel am Ende dieser Folge, dass wir unter 1000 stehen. Da sehen wir uns dann. Aber erstmal, let's go mit der ersten Runde. Wir starten die erste Runde, aber so wie es aussieht, tut es sehr doll hängen immer noch. Ich dachte, also es war ja zwischendurch wieder okay. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil Fortnite hat bei mir die extrem auslassen. Natürlich ist es in der ersten Runde, war es immer so. Oh mein Gott, ich lebe noch. Aber ich stehe in irgendeiner Ecke. In der ersten Runde war es immer so, dass es ein bisschen geleckt hat. Es ist jetzt schlimmer geworden. Ich weiß nicht, ob ich diese Runde überlebe. Stand jetzt lebe ich noch, aber ich kann halt nichts machen. Gar nichts. Und selbst wenn es bei mir nicht leckt, ist es ja wahrscheinlich, dass es in der Aufnahme leckt. Das ist echt blöd. Ich hoffe, es normalisiert jetzt langsam irgendwann mal und wir können weiterspielen. Ich habe einmal bauen gedrückt. Nichts passiert. Okay, jetzt. Oh mein Gott. Bitte, Rüdiger. Das Problem ist, weil ich jetzt gebaut habe, ist natürlich ganz schön offensichtlich, dass hier einer ist. Wo als ich da so random rumstand, war es noch ein bisschen besser. Aber es passiert ja wirklich gar nichts. Oh mein Gott, über mir hat einer gebaut. Okay, jetzt sind wir erstmal safe. Und jetzt leckt's wieder, aber wir warten ja erstmal. Und falls wir im Fight verwickelt werden, seht ihr es gleich. Wir haben es irgendwie geschafft, ohne uns von der Stelle zu bewegen, in die Top 10 zu kommen. Und ich muss jetzt gleich in die Richtung. Ich hoffe nicht, dass es da dann laggt. Bin auf jeden Fall schon mal ziemlich im High Ground. Ich laufe hier schnell rüber. Hier war noch gar keiner. Also doch, war schon. Oh ne, jetzt leckt's. Bitte nicht in dem Moment hier. Ich glaube, es werden viele jetzt an der Zone sterben. Und wir sind hier ganz locker easy drin. In der Zone, verstecken uns hier. Warten auf die Gegner. Ich bin jetzt tatsächlich in der Top 3. Mein Gott, oh mein Gott, da ist einer. Ich konnte nicht bauen da. Oh mein Gott, nein. Dritter. Schade, Schokolade. Aber dafür, dass wir so eine anfangs schwere Runde hatten, haben wir es ganz gut gemacht bis zum dritten. Und wir sind jetzt in der nächsten Runde. Jetzt, nächste Runde, nicht letzte Runde. Es fängt natürlich wieder mit immensen Lags an. Wir starten irgendwo in der Luft. Wir haben wieder das gleiche Equipment. Und es geht langsam runter. Vielleicht. Ja, und wir sind down. Nächste Runde. Geilo. Runde 2 hat ja nicht so funktioniert. Und Runde 3 sieht auch schon wieder kritisch aus. Ja. Wir starten wieder mit dem Standbild. Mann, ey. Das war so schön, dass es nicht geleckt hat. Wir stehen schon mal. Ich drück mal CRG, um mich hier hinzusetzen. Vielleicht sieht man mich dann weniger, aber ich sitze hier irgendwo. Da offen neben mir sind zwei Leute. Was ist denn mit denen los? Ach so, die haben gebaut. Oh oh. Bitte lass mich noch einbauen. Gut, aber dass ich wenigstens einen 9er Ping habe. Das ist perfekt.
So. Jetzt sind wir erstmal sicher. Ich will warte hier einfach, bis es erstmal nicht mehr laggt. Direkt neben mir ist einer. Nein, er hat 20 AP, er war so One-Shot. Doch Mann. Ich habe wenigstens ein paar Punkte geholt. Gehen in die nächste Runde. Ich bin in der nächsten Runde schon unten gespawnt einfach. Es fliegen noch andere, also das checke ich auch nicht. Ah, okay, das war's auch. Nächste Runde. Und es sind immer noch Lags am Start. Überhaupt nicht entspannt. Ich hoffe, dass ich erstmal irgendwo sicher lande. In dem Busch. Ich bin im Busch. Das ist erstmal sicher. Hier warten wir erstmal ab, bis die nächste Zone, oder bis ich in die nächste Zone will. Nein, ich muss in die Zone und ich habe ein Standbild. Ich probiere alles. Okay. Bin immer noch nicht drin. Ja, ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, wo die Zone ist. Ich habe nicht mehr genügend Leben. Und ja. Schade, Schokolade. 26 auch noch. 25 Cent nochmal Punkte gegeben. Sollte nicht sein. Wir gehen in die nächste Runde. Weiter geht's. Und ja, ich wollte schon sagen, es laggt nicht bei der Landung, aber natürlich laggt es auch hier wieder. Gott, ich bin erstmal eingebaut, hoffe ich. Das Dach vielleicht fehlt noch. Bitte. Okay. Wir sind erstmal safe. Warten hier, bis ich in die nächste Zone muss. Bis gleich. Bitte überleben. Wir müssen jetzt gleich schon weiter. Ich habe eben schon wieder Zonenschaden bekommen, weil es geleckt hat und jetzt leckt es wieder, wenn ich einen Splasher werfe. Das ist gar kein guter Moment. Jetzt wissen nämlich alle, dass ich hier bin. Oh mein Gott, nein, nicht schon wieder in der Zone, der Leck. Kann ja nicht mal warten, bis ich wenigstens ein bisschen weiter vorne bin. Mein Gott, ich habe 25 Leben halt. Und es geht auch schon weiter. Ich muss hier drüben in die Zone rein. Und hier werden bestimmt viele auf mich warten. Quatsch, ich bin drin, oder? Nee, noch nicht. Scheiße. Und ich bin hier hinten total offen. Gut. Oh, jetzt wird auf mich geschossen, wenn es wieder leckt. Bitte nicht. Ja, gut, das war's. Ja, GG, 9. Haben ein paar Punkte gesammelt. Wir gehen in die nächste Runde. Es geht weiter mit der nächsten Runde und fliegen auch direkt irgendwo hin. Hoffe wieder in Sicherheit. Bitte. Bitte lass mich überleben. Dass ich wenigstens noch was machen kann. Weil so kann ich ja jetzt gerade gar nichts machen. Weil es mich irgendwer angreift. Oh, mein Gott, ich bin im Wasser. Okay. Warum sind da 4 auf einem Fleck? Aber egal, bleib einfach im Wasser erstmal. Ganz ruhig schwimmen. Vielleicht sieht dich keiner. Was macht er da oben links? Seht ihr den? Der versteckt sich da. Oh mein Gott, der hat eine Dings. Das habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt bin ich erstmal hier sicher, aber es hat sich gerade so angehört, als würde mich irgendwer holen wollen. Okay. Oh ja. Bitte lag nicht. Wir wollen nur Dings setzen. Okay, hier sind wir erstmal sicher. Wir warten hier. Bis gleich. In 10 Sekunden geht die nächste Zone los. Und wir müssen rüber. Und da sind noch ein paar Gegner auf dem Weg. Und wir sind erst in den Top 18. Jetzt Top 17. Irgendwie. Das ist hier schon eine verschwitzte Runde, würde ich sagen. Ich muss gleich nur noch hier die Treppe aufeditieren. Dann kann ich schon rauslaufen. Aber ich will noch ein bisschen warten. Oh ne, genau jetzt kommt ein Leck, wo ich gleich los will eigentlich. Na gut, ich habe noch Zeit, ne? Bitte. Komm schon. Auf dich. Okay.
Kletter hoch. Weiß nicht, ob da schlau ist, sich jetzt da einzumischen. Ich bin erstmal in der Zone. Ich versteck mich hier. Ich hoffe, hier ahnt mich keiner. Und wir warten, bis die nächste Zone kommt. Sowohl über mir als auch unter mir wird fett gefightet. Oh nee, und jetzt leckt's wieder. Es kann nicht wahr sein. Immer wenn die Zone kommt, ich werde so in der Zone sterben. Ich weiß nicht, wo die Zone ist. Anscheinend bin ich nicht mehr drin gefangen. Nein, und es leckt wieder. Das war's jetzt mit mir, glaube ich. Ja, GG, Sechster. Wir müssen weitermachen. Nächste Runde. Es geht weiter. Der Wildfahren, uns fehlen noch ein bisschen über 100 Punkte, um mein Ziel zu erreichen. Und es ist nicht einfach mit den Lags, muss ich ehrlich sagen. Aber, oh ne, er wird mich holen. Ne? Ja, war klar. Leobot 69, Alter. Recht alt. Wir gehen zurück zur Lobby. Also in die nächste Runde. Nächste Runde. Vielleicht überleben wir jetzt mal ein bisschen länger. Und ich glaube, es geht auch schon wieder los. Mal sehen, ob wir überleben. Zumindest die Landung. Sieht schon mal schlecht aus. Wir sind ziemlich offen. Aber das heißt noch nichts. Wenn mich keiner sieht, dann sieht mich keiner. Da hinten ist einer gelandet. Das ist schon mal nicht gut. Weil wenn ich hier so dumm rumhocke, dann sage ich dir, der sieht mich auf jeden Fall. Oh mein Gott, ja. Wurde gebaut. Oh oh. Hey, ich bin hier noch unter den Gegnern. Ich will mich doch nur verstecken. Ja, geilo. Nächste Runde. Es geht in die nächste Runde. Und es wäre auch zu schön gewesen, hätte es nicht geleckt. Aber das sind wir ja schon gewohnt. Wir müssen damit nur überleben können. Und das geht, wenn wir jetzt gut landen. Und das ist grandios. Verstecken wir uns hier hinter? Hier sieht uns keiner erstmal. Ich baue hier trotzdem mal was hin. Und dann sind wir erstmal sicher, hoffe ich. Hier in der Ecke warten wir. Wir sind in der Zone, alles ist gut. Wir warten. Wen haben wir denn da? Das war dumm. Nein, jetzt bin ich tot. Einer direkt hinter mir und ich stehe hier rum. Er hat gefailt. Und wir haben richtig gutes Equipment für unsere Scheiße. Mein Gott, ich bin einfach so viel besser als er, obwohl es bei mir so hart laggt. Ich bin auch gar nicht in der Zone. Lass mal heilen. Bitte bau nicht unter mir ab. Lass mich erstmal heilen. Dann gehen wir uns ein Mini rein. Und dann die zwei Splasher. Und wir sind in den Top 6 einfach. Mit den Legs, ey. Kann ich mich irgendwie anpirschen hier? Scheiße, er hat mich gesehen. Oh mein Gott, er gibt mir das übelste Brett. Ich habe 6 HP und es laggt. Heil gegen, Junge. Oh mein Gott, direkt in mir steht einer. Ja, er hat mich. Schade, Schokolade. War eine gute Runde. Uns fehlen nicht mehr viele Punkte. Wir gehen in die nächste. Die nächste Runde startet und wenn die Runde gut läuft, könnte es die letzte sein. Aber ich höre so viele Fallschirme hier. Das heißt schon mal, ich bin wahrscheinlich schon wieder down.
Geile Sache. Ja. Wir gehen direkt in die nächste Runde. Wir gehen in eine weitere Runde. Spiele, Spaß und Abenteuer. Und diesmal sehen wir auch diesen ganzen Countdown. Das ist auch schon mal was Neues. Aber ich sag euch, jetzt. Ja. Ich dachte schon, ne? Aber. Erstmal ducken. Bitte duck dich einfach. Keiner baut hoffentlich den Baum ab. Das wäre eine Sauerei. Oh, ich habe ein Problem. Und da sieht man mich. Ich hoffe, die sind erstmal mit sich beschäftigt. Ich kann hier oben warten. Ich bin mittlerweile vom Baum runter und in der Garage gelandet, auf dem Regal. Ist auf jeden Fall stärker. Und hier überall um mich herum sind Gegner. Es leben noch 10 Leute. Uns fehlen noch grob 50 Punkte. Ich weiß nicht, wie ich diese 50 Punkte erreichen kann. Also ob ich gewinnen muss dafür oder ob das. Also gewinnen, da habe ich safe. Ich glaube, man kriegt für den Win 50 Punkte. Aber auch welche kriege ich auch, wenn ich Zweiter bin genügend? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich keinen Bock nochmal so auf 50-50, ob ich jetzt. Na gut, es ist nicht mehr 50-50, ist eigentlich. Na gut, ne? Es ist alles 50-50. Entweder passiert so, es passiert nicht. Also auf jeden Fall, ob ich sterben werde direkt am Anfang oder ob ich nicht angegriffen werde. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Deswegen probiere ich jetzt hier die ganzen Punkte. Oh ne, zu sammeln. Ich springe vom Regal runter und instant kommt ein Leck. Oben auf dem Regal habe ich die ganze Zeit die Zeit genossen, ne? Oh mein Gott. Schieß doch! Er hat immer noch nicht nachgeladen. Ich glaube, ich spinne. Oh nein! Nein! Jetzt habe ich hier so groß aufgefahren und jetzt leckt's. Jetzt kommt doch safe einer. Und sagt, ach, gucken wir doch mal da drüben, was da so abgeht. Mal runter wieder. Ganz entspannt. In welche Richtung muss ich? Genau in die. Ah! Ich gehe ja schon runter. Bro. Ja, und er hat mich. Er ist der Beste. Scheiße, uns fehlen immer noch Punkte. Wir gehen in die nächste Runde. Wir gehen hoffentlich jetzt mal in die letzte Runde. Es ist wieder nur am Laggen. Und es schießt jetzt schon wer auf mich in der Luft. Das gibt's ja nicht. Bitte. Bitte hab mich nicht verfolgt. Ja, das hört sich ziemlich doll nach Schrotflinte, mein Kopf, Ende an. Ja, nächste Runde. Wir sind wieder in der nächsten Runde. Und wir sind gelandet. Und es laggt. Die Leute haben sich schon eingebaut. Bitte seht mich einfach mal nicht. Oh nee. Ich höre schon Schüsse an mir vorbeiflitzen. Okay, ich bin eingebaut, aber das heißt noch nicht, dass ich sicher bin. Weil jetzt gerade bin ich eigentlich das größere Ziel. Ihr denkt, ach, guck mal da, da ist irgendwo ein Holz eingebaut, gucken wir mal rein. Hoffentlich passiert das nicht, wir warten hier. Über mich herum sind Gegner noch. Zumindest einer über mir. Und ich wurde gerade von vorne schon abgeschossen. Er hat mich auf dem Kieker. Ach du Scheiße, hinter mir wird geschossen. Damit will ich nichts zu tun haben. Damit will ich eigentlich auch nichts zu tun haben. Können wir uns erstmal Minis und Biggie. Rein da. Ey, dass der jetzt so nerven muss. Können wir. Ist direkt über mir gewesen. Muss ich schnell nach dem Biggie mir reinfetzen. Jetzt hier lang. Scheiße. Hier sammeln wir mal ein bisschen Sachen auf. Was liegt denn hier Schönes?
gleiche Schrotflinte, glaube ich. Er ist so One-Shot. Oh nein, nein! Ich bin gerade so gut im Flow. Bitte lass mich jetzt nicht sterben. Lieber Fortnite. Chef. Dem so gut Damage gedrückt, ne? Kann ich einen Biggie reinfetzen? Ne, schaff ich, oder? Doch, mach ich einfach. Mach ich, mach ich, mach ich. Bin ganz runtergedroppt aus Versehen. Jetzt direkt hinter mir, oder? Junge, was gehen jetzt alle auf mich plötzlich? Als wäre ich so der Beste hier. Keine Mets mehr. Muss. Ja, GG. Walder Lord. Schade. Dritter Platz. Wir gehen in die nächste Runde. Ah ne, wir gehen zurück zur Lobby. Ja, Leute. Das war's auch mit der Folge. Dass die Lags immer oder wieder da sind, nervt mich total. Aber wir haben es trotzdem geschafft, das Ziel war unter die 1000 Punkte zu kommen und wir haben es gemacht. Dafür lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.